Hallo, herzlich willkommen. Ich zeige euch, wie man einen YouTube-Kanal, so einen separaten Kanal, wie man ihn löschen kann. Also einen separaten Kanal, den ihr löschen könnt. Und zwar, dafür muss ich lauter sprechen. So, und zwar, wir gehen hier auf die Seite youtube.com ein, Link ist über die Interviewbeschreibung. Und hier siehst du das Ganze hier, oh, wieder zu, so, brauchen wir nicht. Und wir klicken hier auf mein Avatar. Das Avatar hier, das ist mein Kanal hier, das ist mein Kanal. Und ihr findet hier keine Schaltfläche, wo man das abschließen kann, das Konto. Da, Konto erstellen, aber meine Dienste löschen. Dann Sachen exportieren und runterladen. Das ist sehr wichtig, wenn ihr alte Videos habt. Einfach runterladen und exportieren lassen. Aber wir wollen uns das Löschen-Befehl beschäftigen, und zwar mit dem Löschen. Dann klicke ich auf meinen Konto. Das ist das. Ich klicke hier mal drauf. Das ist egal. Das ist ein separater Kanal. Drück mal drauf, und zwar die YouTube-Kanäle werden da gelöscht. Das heißt, du musst die Häkchen, diese Häkchen anmachen, das ist da. Oder du kannst hier machen, auf deinen Einstellungen. Und hier steht Google-Konto. Moment, ich zoome ein bisschen dran, ich weiß es. Dann gib mal hier. Hier, du hast hier ein Löschen, das YouTube-Kanal. Dieses Konto ist nicht abgeschlossen. Klicken wir einfach mal drauf. Dann gehen wir hier umändern auf separaten Kanal, und dann klicken wir auf Fortsetzen. Das ist ganz einfach. Willst du deine Dateien ausblenden? Und damit kannst du ausblenden. Oder du kannst extra löschen. Das heißt, diese Playlisten zeige ich auch ganz kurz. Zeige ich kurz mal diese Playlisten, die du erstellt hast. Diese erstellt hast, die Playlisten, die würden weg. Die gehen auch weg. Und dann kannst du das Ganze anwählen und dann hier auf Löschen, und dann wird das Ganze zusammen gelöscht. Und dann klickst du auf Ausblenden, das ist Sicherheit. Diese Häkchen, und natürlich, man kann sie auch wieder, wenn die Sache wieder aktivieren, wenn du sie wieder aktivieren möchtest. Ne, wieder herstellen möchtest, einfach Konto wieder herstellen. Ne? Wir klicken es einfach mal drauf, und die Abozahlen, das heißt, ja, das heißt einfach mal, du kannst sie nicht wiederherstellen, steht der Bewertung, können sie nicht mehr wiederherstellen, wenn der Kanal auf privat gestellt ist. Und das machen wir einfach mal mit meinem separaten Kanal, und zwar, dann drückt man drauf. Also, wenn du zum Beispiel Videos hast noch, das zeige ich auch noch als vieles. Diese Videos kannst du von mir auch löschen, die braucht man gar nicht mehr. Danach klickt man die ganzen Videos an. Die Videos kannst du nochmal runterladen, extra nochmal, wenn du zum Beispiel runterladen möchtest. Diese ganzen Videos runterladen möchtest. Das heißt, Moment, ich will die, will das runterladen. Und die ganzen alten Videos, die können Sie für mich auch runterladen, die werden alle weg sein. Dann kriegst du diese Häkchen an, diese Häkchen werden aktiviert. Das heißt, ja, dann kriegst du diese Haken an und natürlich diese Häkchen, und ja, das. Das ist sowieso gesperrt, kann ich sowieso separat gucken wieder. Dann klickst du auf Haken, aber es gibt keine Schaltfläche zu aktivieren. Das ist Runterladen ist, glaube ich, nicht möglich. Oder du kannst auch alle löschen. Das heißt, den Livestream kannst du allein löschen, das bringt auch gar nichts mehr. Das heißt, wir löschen, und zum Beispiel macht das. Und dann löschen klickt, das mache ich jetzt nicht, weil das ist zum Zeigen hier. Wenn man zu zeigen, wenn man das Ganze hier ausgeblendet hat.
das ist ausgeblendet und jetzt ist er ausgeblendet. Viel Spaß damit und jetzt wird er eher auf dem Google-Account, jetzt ist er abgemeldet. Hier, dieser Junge ist abgemeldet und bitte, wenn du einen Account wieder erstellst, dann versichere dich, nein, danke, und versichere jetzt einfach daran, dass du jetzt den Kanal ausgeblendet hast. Du hast ihn jetzt ausgeblendet, siehst du das Ganze hier auf deinem Avatar, hier steht du erstellen und das war's auch schon. Jetzt musst du auf sicher gehen, auf meinen Kanal noch repariert ist. Da ist er mein Kanal, kannst du auf meinen gehen, da ist auch was Schönes dabei als da. Dann gehst du auf meinen Kanal, kein Kanal, und du kannst dich auch abmelden und den kannst du auch löschen, den Google-Account. Den Google-Account, ganz einfach, klick mal auf deinen Avatar, dann muss man auf deinen Avatar klicken. Und den kannst du jetzt auch jetzt hier, Moment mal, da muss man so machen und den kann man jetzt hier entfernen, geht man mal nicht, den entfernen. Das Entfernen haben die ein bisschen versteckt und zwar, die Leute wollen das nicht, dass man ihn entfernt. Aber, irgendwo Leute, es muss sein. So, bis in den Dateien, dann suchen wir den einfach mal raus und zwar den Konto löschen, mal den Konto löschen. E-Mails, die man gar nicht braucht oder so, kannst du mal die Dateien nochmal runterladen. Wo ist das denn? Konto löschen. Mein Konto und klicken. Und dann kannst du hier noch wählen, diese Häkchen anwählen. Die kannst du nicht mehr wiederherstellen. Konto löschen und das weg ist da. Danke, Support ist jetzt weg. Wenn du zum Beispiel wiederherstellen möchtest. So, das war's auch schon. Jetzt musst du dich wieder anmelden. Wenn du, worauf wir brauchen, einen Account hier drauf anmelden möchten. Und natürlich ist der Account weg, das heißt jetzt ist er weg, auch jetzt auch hier siehst du das Ganze, du bist auch Quälterstuhl, du kannst jetzt gehen, kannst du mich jetzt auf mich jetzt drauf gehen und du kannst hier sehen, Benutzer wechseln ist jetzt weg, das heißt du hast jetzt keine Möglichkeit irgendwo reinzugehen, du hast Möglichkeit meine Videos zu gucken, wenn du möchtest, da, ja. Das war's erstmal. Der Kanal ist ausgeblendet und das Google-Account ist gelöscht. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen neuen Kanal, Google-Account möchtest oder erstellen möchtest, das kannst du auch. Ja, das kannst du dir jetzt dir überschreiten, was du möchtest. Ja, dann sage ich mal Wiedersehen und Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.